Ey ho, Leute, es ist kein Pfingstvideo mehr. Der René ist schon wieder da und deswegen machen wir heute ein schnelles Hanging Tender von der Feuerplatte, oder? Genau, angeheizt ist er. Ja, ich habe ja zuvor die Burger gemacht. Gut. Dann hole ich das Fleisch raus und dann darf der René schon loslegen. Da haben wir die Hanging Tender. Ist übrigens vom Pfingsten ein Überbleibsel. Hatte der René mitgebracht und ja, jetzt hat er das Glück, dass er es auch noch zubereiten darf. Das war dein Glück. Deswegen durfte ich herkommen. Ja, auf alle Fälle. Warum seid ihr schon wieder da? Komm doch mal näher an die Cam. Was hat euch schon wieder hierher verschlagen? Ganz einfache Geschichte. Wir hatten für unseren Jungen voriges Jahr einfach nur Legoland gebucht. Und das hat sich jetzt überschnitten mit Pfingsten und dieses Wochenende. Deswegen sind wir wieder hier. Gut. Ganz einfach. Wunderbar. Also mich freut's. Und wie im letzten Video, abonniert ihn, der Herr der Feuerplatte. Oder Meister der Feuerplatte. Aber jetzt gehen wir hin mit der Cam. Walte deines Amtes. So Leute, die Platte ist schön heiß. Legen wir mal das erste drauf. Wir haben versucht, die Sehne ein bisschen rauszuschneiden. Hat nicht ganz geklappt. Ja, die geht auch komplett durch. Aber ja, und wir machen wieder Pommes dazu, aber nicht die Taki-Pommes, weil wir keine Lust haben, schon wieder den Boden zu wischen. Ich glaube, irgendwann wird er auch mal sauer. Willst du jetzt schon mal lunchen? Den Deckel nicht drauf gemacht, wäre gar nichts passiert. Dann hätte ich mir nicht viel Spaß. Sieht das nicht geil aus? Und immer schön ölen. Weil da tritt ja kein Beckensaft aus. Ich bin ein Freund von der Flasche, weil sie ist klein, niedlich und macht Spaß. Und was jetzt so laut blubbert, sind nebendran die Pommes. So, werden wir die noch mal ein letztes Mal drehen und dann werden wir sie rausziehen am Rand. Und wie zärtlich er das Fleisch wendet. Oh. Aber ich würde den Brocken einmal so rumdrehen. Genau. Der Seite doch nicht am Feuer. Genau. Er hat aufgepasst. Was sagt die KT? 47 Grad. Was? Ja. 47? 47 Grad. Tatsächlich. Also wir können noch. Hier, oh. 56. Nicht zu weit durchstechen, sonst passiert es dir wie ein Dirk, der auf der anderen Seite die Temperatur gemessen hat. Ja, die Plattentemperatur gemessen hat. Ja. Okay, also brauchen noch ein bisschen und nachher geht es dann gleich weiter. Also das Fleisch sieht ja hervorragend aus, die Pommes sind auch soweit. Jetzt bin ich dann bloß am Überlegen, ob wir die Pommes als Zündschnur verwenden. Jo, nochmal eine Messung. Jo, nimm runter. Sonst jammern sie wieder alle, dass es zu durch ist.
Also kurz ruhen lassen. Also ich persönlich habe es ja gern tot gegrillt. Aber eben nicht jeder mag so. Also für jeden etwas. Ich nehme den Rand und der Rest, den Rest. Schatz, hast du die Zündschnüre fertig? Mhm. Gut. Mit die knallen was aber nicht. Die knallen nicht. Das probieren wir nachher einfach, die anzuzünden. Mit was gewürzt? Mit was? Solltest du sagen? Ich habe es vorher schon gezeigt. Deswegen sind es ja Zündschnüre. So Leute, diese flotte Fritte. Schau mal, ob die Pommes wirklich in Zündschnüre verwandelt. Dazu habe ich mir da vorne nämlich schon Pommes am Boden gelegt. Und das zünden wir jetzt an. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Weil bei Taki-Pommes kann man ja nie genau wissen. Also, jetzt geht mein Feuerzeug nicht mehr, ich werde wahnsinnig. Wow! Taki! Was ist mit deinem Gewürz los? Flotte Fritte, das ist ja lebensgefährlich. Deswegen macht ihr das jetzt immer so gegenseitig. Also das kann jetzt nicht wahr sein. Ihr schneidet hier das Fleisch schon an. Den Rest auf. Den was? Den Rest auf. Also so hat es mal ausgeschaut. Nochmal. Ja. Wir tun den Rest aufschneiden. Aufschneiden? Ja, also okay. Schlechte Karpfenmilch. Ja, dann gibt es noch ein schnelles Probiererle. Alles drunter und drüber gegangen, nur weg Takis flotter Fritte. Tun wir mal auch was von dem Steakpfeffer. Den Gaucho von Steak Shop. Mhm. 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 Lecker. So. Und ich glaube, wenn man diese Zündschnüre ganz schnell essen tut, passiert gar nichts. Essen tut. Ich bin noch da. Gut, okay. Der sagt einfach nichts, legt einfach los. Ich sage nichts mehr. Ich bin ganz gut. Schön saftig. Ja, relativ durch. So wie ich es mag. So wie es die meisten hier mögen. Nein. Aber gucke hier. Ja, die Patricia ist wieder am Schimpfen, aber naja. Also ich finde es gut so, ich finde es perfekt so. Für mich zumindest. Aber in der Mitte wird schon ein bisschen besser. Patricia, musst du die Mitte essen? So Freunde, dann sprechen wir noch ganz kurz unser Fazit. René, bitte zu mir. Ja, ich bin da, hier. Ja, er hat die Schüssel in der Hand schon für die Pommes. Voll. Hanging Tender, sehr lecker. Pommes mit dem Gewürz, sehr lecker. Wo war das Fleisch her? Also das Fleisch war aus einer sächsischen Brauerei. Nein, nicht Brauerei. Hallo, bin ich denn? Nein, Fleischerei. Okay. Also Metzgerware. Metzgerware, genau. Sehr schön. Also es war alles sehr, sehr, sehr lecker. Und jetzt noch eine kleine Werbeunterbrechung. Flotte Fritte von Big Tags Barbecue. Macht auch ihre Pommes zu Zündschnüren. Ja, und an dieser Stelle sagen wir jetzt Tschüss, Tschaikowski. Wir sind raus. Bis demnächst und weg. Wenn das nicht mal ein amtlicher Burger ist.